Mann, du bist so ein dreckiger Lügner, Mann! Okay, weißt du was? Es macht keinen Sinn, sich zu stressen. Wir suchen uns einfach jemanden, der sich mit der Expanse auskennt, mit dem ganzen Universum, und der wird uns helfen. Also schieb keine Panik und let's go. Guten Tag, mein Name ist Kühn, hey. Ich bin hier zu einem... Ja, du kannst schon sitzen. Nein, das ist meiner. Hierhin? Ja, den kannst du nehmen. Okay, danke. Schönen Bart hast du. Danke. Hast du lange gebraucht? Sie auch, danke. Ja, das... Ja. Einmal beim Friseur. Alles klar, reicht jetzt. Aber erzähl mal, wer bist du eigentlich? Und wir können uns auch gerne duzen, ist kein Problem. Ja? Ja. Das freut mich. Wie heißt du? Du kannst mich Herr Kuruno nennen. Ja, Herr Kuruno. Ja. Ganz ohne Sprache. Du, Herr Kuruno. Herr Kuruno, du siehst hier Gandhi, Jesus, Kuruno. Okay. In der Reihenfolge. Manchmal auch andersrum, aber eher in der Reihenfolge. Okay. Erzähl. Mein Name ist Ren. Ich schaue sehr viele Serien und dachte, vielleicht passt es. Ich kenne mich ein bisschen mit der Welt hier aus. Hey, perfekt. Würde es dich stören, wenn wir das Gespräch aufzeichnen? Nein, so viel später. Nicht. Echt nicht? Nein. Ah, perfekt. Dann würde ich sagen, fangen wir ganz einfach an. Name, Alter, in welchem Jahrhundert befinden wir uns? Also, Ren Kühn ist mein Name. Ich bin 32 und natürlich leben wir im 24. Jahrhundert. Bitte was? Perfekt. Ich meine, ist ja klar. Also, ja, wer weiß nicht, in welchem Jahrhundert man lebt. Okay, nächste Frage. Für was steht Opa? Opa? Ja. Du meinst OPA? Ja. Outer Planet Alliance. Du bist voller Überraschung. Ja, ich weiß. Ja? Ja. Okay, lieber Ren, OPA, Man. Ich bin nicht bei der OPA. Hast du mein Buch eigentlich gelesen? Das hier? Das schöne Werk. Nein. Hab selbst geschrieben, kein Ghostwriting. Dann muss ich das vielleicht nochmal machen. Solltest du auch. Und so kommen wir zum nächsten Thema, unser Bücher. Wie heißt denn der erste Teil des Buches, auf dem die Serie basiert? Leviathan erwacht. Was wirst du mit deinem Bonuscheck? Das kam ja wie aus der OPA geschossen, Mensch. Bist ein richtiger Profi, ha? Aber die viel wichtigere Frage ist, die wievielte Folge heißt wie das erste Buch? Ich glaube, es ist die letzte Folge der ersten Staffel. Nicht schlecht! Ach. Wow, bist gut vorbereitet, hä? Bisschen. Aber jetzt geht der Spaß erst richtig los. Denn wir als Journalisten, wir müssen ja richtig ins Feld ziehen, müssen richtig Party machen. Bist du stressresistent? Also, ich würde sagen, dass ich gut mit Stress kann. Aber es liegt natürlich immer daran, mit wem man unterwegs ist und wie sehr die Person mich stresst. Das ist nicht zu unterschätzen auf jeden Fall. Und ich habe Dinge gesehen. Ich habe Dinge gehört. Ich verstehe zwar überhaupt nicht, was das war, aber ich habe es gesehen und gehört und ein bisschen auch gerochen. Oh, diese Gerüche im Krieg. Oh. Ist alles gut bei dir? Ja, alles cool. Du brauchst einfach diese Stressresistenz. Du brauchst sie einfach. Und aus dem Grund habe ich für dich einen Astrophysik-Mathe-Test vorbereitet. Wie in der Schule. Ha, warst du gut in der Schule? Pff, eher nicht, sonst wärst du nicht hier sitzen. Okay, dann nimm das mal und versuch sie zu lösen. Ich habe sie extra einfach ausgesucht. Hey Leute. Wenn ihr auch Mathe so hasst wie ich, dann lasst ein Like da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für viel cool weiteren Stuff. Und jetzt werden wir schauen, wie stressresistent er wirklich ist. Okay. Das Ding ist, du musst es lernen. Ist das deine Schokoladenseite? Mein Gott! Yeah. The Expanse! Prime Video! Was nicht meine Schokoladenseite, kann das sein? Stresstest. Im All, wenn es zu leise ist, wird man traurig. Kennst du die Nationalhymne von The Expanse? Die geht so. Das stimmt nicht. Tut mir leid. Okay, die Zeit ist um. Zeit, was hast du? Oh, Satz des Moritz und so. Boah, echt krass. Ja, okay. Ja, wichtigere Sachen stehen vor uns. Dachtest du wirklich, du kannst dich hier hinsetzen, auf meinen Platz? Ich dachte, das... Auch mein Platz. Okay. Meine Pflanze. Ist die echt? Nein, aber sie ist Alfred. Hi, Alfred. Bevor du Smalltalk meiner Pflanze führst, aha, wie genau heißt das Schiff in The Expanse? Rocinante. Okay, aber warum heißt es so? Oh. Bezieht sich
auf den Gaul von Don Quixote. Ich kannte meine Frau, die hieß Rosinante. Sie war gut zu mir. Jetzt mal ehrlich, woher weißt du das alles? Ich guck Prime Video. Was? Was ist dieses mysteriöse Prime Video? Das mit dem Smile im Logo gibt's seit dem 21. Jahrhundert. Warte kurz. Kein Internet oder was? Warte kurz. Dazu habe ich eine Frage vorbereitet. Oh mein Gott. Moment. Welche andere Serie bei Prime Video nutzt das UN-Headquarter von The Expanse auch noch? Es ist nicht Invincible. Was? Aber The Boys. Und zwar da, wo der Homelander immer ist. Ach, wen kümmert das? Ich wollte keine Nachhilfe in Mythologie. Dieser Planet quillt vor Lithium geradezu über. Sie schürfen es. Jackpot. Ist doch schön für die Gürtler. Wieso weißt du so viel? Ich guck Prime! Oh mein Gott! Welcher ist der erste Charakter, den man in The Expanse sieht? Julie Mao. Guck mal in die Augen. Bist du dir sicher? Ja. Denk noch mal genau nach. Hab ich. Kommt sie im Buch nicht vor? Das geht dich nichts an. Okay. Wie lautet Fred Johnsons ganzer Name? Fred Johnson? Weiß ich nicht. Überlebende der Doniger. Mein Name ist Fred Johnson und zurzeit kommandiere ich die Raumstation Tycho. Mein Lieber, im Leben weiß man nicht immer alles. Das ist wie eine Achterbahn. Manchmal weiß man Dinge, manchmal nicht. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich weiß selber nicht alles. Von daher halte ich mich jetzt zurück und ich möchte nicht auf deine persönlichen Dinge eingehen. Okay, also. Wie heißt das Schiff der Marsianer, das nach einer indischen Königin benannt ist und das erste Mal in der vierten Folge der dritten Staffel vorkommt? Kommt es danach nochmal vor? Nö, nur einmal. Ist es wichtig? Viel wichtiger kann es nicht sein. Ich weiß es nicht. Ernsthaft? Ganz einfach. Die Kitur Kenama. Nie von gehört. Ja. Ja. Okay, dann, sorry, dann wusste ich nicht. Tut mir leid. So, Ren, jetzt kommt die große Frage an mich. Bist du diesem Job gewachsen oder nicht? Hat sich gereimt. Doch die Antwort dazu kennt nur das große, weite Universum. Und damit sei natürlich ihr gemeint. Freunde, seid ehrlich. Schreibt in die Kommentare, ob er diesem Job gewachsen ist, mal Assistent zu sein. Es ist ein harter Job, ich gebe es zu. Aber kann er das tun? Kann er mal Assistent sein? So lange wartest du hier, alles klar? Okay. Und beantworte die Zuschauerfrage in den Kommentaren, um eine Echo Dot zu gewinnen. Richtig krass, oder? Hallo? Ist hier noch jemand?